Und hier ein kurzer Blick auf das TomTom Car Kit, die Autohalterung von TomTom. Das Telefon kann ich leider nicht reinstecken, denn mit diesem wird gerade gefilmt. Aber so als kurzen Eindruck, wie das ausschaut und was man alles damit machen kann. Also machen kann in Relation, also man kann es in Querformat drehen, kann es da umpositionieren. Das geht an für sich recht gut, mit einer Hand ein bisschen blöd. Drehen, in die andere Richtung drehen, also man kann es komplett hier unten drehen. Alle Richtungen. Dann auf den Fotos, die ich da gemacht habe, sieht man, dass hier hinten der Lautsprecher ist für die Freisprechfunktion. Hier unten ist das Mikrofon zum Telefonieren. Das Stromkabel auf der Seite und drüber noch ein Audiokabel. Recht gut. Das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass die ganze Geschichte jetzt so zwischen die Stufen ein bisschen wackelig ist. Also das hat jetzt keinen Einfluss beim Autofahren, aber es hat halt so zwischen die Stufen wackelt es ein bisschen. Was ich jetzt finde, was nicht so praktisch ist, ist zum Beispiel, wenn man, also der Homebutton ist ungefähr auf der Stelle, wenn man den Homebutton drückt, hier seht ihr es vielleicht, so. Es lässt sich sehr leicht nach hinten drücken. Also es ist ein bisschen locker, die ganze Geschichte. Man muss so drucken, also von hinten gegenheben, dann funktioniert das recht gut. Man muss sich dran gewöhnen. Also jetzt mit so tippen ist ja nichts, dann ist die Halterung dahin. Das Patent zum Befestigen ist auch sehr gut. Das ist da hinten diese Drehscheibe, mit der kann man das eigentlich ganz leicht befestigen. Kann ich den Lautsprecher noch zeigen. Also Lautsprecher hier. Also an und für sich von der Verarbeitung her echt schön. Hat da oben nachher noch so ein Kugelgelenk hier, um dass sich die Achse dann noch einmal drehen lässt. Also das ist echt an und für sich ganz gut gemacht. Und rauf, naja, mit einer Hand ist ein bisschen schwierig. Raufpappen. Probieren wir es mal so. Ist einfach nur das Ding da drehen. Dann halt das fix, also da gibt es noch wirklich nichts mehr. Machen wir gerade Angst, dass das runterfällt. Sofern die Scheibe halbwegs sauber ist. Ja, ich hoffe, ihr habt da einen kleinen Eindruck gewonnen, wie die TomTom-Haltung ausschaut. Und ja, viel Spaß damit, solltet ihr euch so eine kaufen.